Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen und zwar die Geschichte nennt sich Bauabschnitt 1 UCS Millennium Falke und das ist das Tagesziel, diese Rohkonstruktion von dem Falken und alles was wir dazu brauchen steckt hier drin, Bauabschnitt 1 und 2 vorsortiert. So grob vorsortiert und das werde ich jetzt alles hier auf meine Tellerchen und Becherchen verteilen und dann fangen wir an zu bauen. Ja Leute, ich habe Bock drauf, los geht's! So soll Bauabschnitt 1 aussehen, wenn er fertig ist und so sieht er aus, wenn er vorsortiert ist. Das ist das Material, das hier im ersten Abschnitt verbaut wird und ja, wenn man die 8400 und irgendwas Teile auf die Bauabschnitte runterbricht, dann sieht es eigentlich ganz übersichtlich aus. So, ich lege jetzt los und mir ist noch ein tolles Detail aufgefallen, was für absolute Qualität spricht. Schaut mal, wie toll das hier gebunden ist mit dieser Spiralbindung. Also Präzision, 1A. Also, legen wir los, Bauabschnitt 1 und bitte. Das geht ja gut los hier. Bauabschnitt 1, ein zweiter Abschnitt. Und ich habe schon ein Teil, was ich nicht finden kann. Das ist hier bei meinen 1er Abschnittssortierungen, ist das nirgendwo dabei. Das soll so ein ganz großer Träger sein mit 15 Löchern. Ich habe hier aber nur kleinere. Habe aber eine Tüte gefunden, wo die drin sind. Die hier nämlich. Das ist aber eine Tüte von Bauabschnitt 6. Da steht es drauf. Ich werde die jetzt einfach mal nehmen, denn es sieht irgendwie so aus auf den nächsten Seiten, als wären auch hier die ganzen Teile, die hier noch verbaut werden, auch in der Tüte drin. Also entweder habe ich was übersehen oder die haben hier die falsche Nummer drauf gedruckt. Heieiei, naja, weiter geht's. Gerade ist mir hier beim Bauen aufgefallen, dass ich schon wieder ein falsches Teil habe. Aber ich kann dafür nicht lebensschuldig machen. Nö, ich habe es versaut. Ich habe eben gefunden in meiner Sortierung. Hier ist noch eine Tüte mit der Nummer 1 drauf. Und da waren diese ganzen langen 15er Technikbausteine hier. Hier die. Ja, alle hier drin. Ein Riesenpaket. Also da habe ich mich vertan. Naja, kann bei 166 mal vorkommen. Ich packe das Teil jetzt mal noch aus und schaut mal, hier sind auch die Minifiguren drin oder einige zumindest davon. Und dann kann ich gleich weitermachen. Aber wenn ich schon mal die Kamera habe, kann ich euch mal zeigen, wie weit ich gekommen bin. Bin aktuell auf Seite 16. Habe hier was falsch gebaut, aber egal. Und so weit bin ich schon. Momentan ist das hier Technik pur. Ihr seht schon, dass hier wird sozusagen das Gerippe, das Grundgerüst von unserem Millennium Falken und es ist reines Technikbauen im Moment, aber es macht Spaß. Schaut mal her. Hier die Teile, die habe ich ja irgendwie noch nie gesehen. Also ich habe aber auch nicht viel Technik gebaut bisher. Auf jeden Fall werden die, ich sag mal, Klammern, die halten hier diese zwei Schichten zusammen, genauso wie das rote. Hier Klammer, 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 überall was geklammert und ja, man kann so langsam schon ein wenig was von der Größe erahnen, obwohl das hier jetzt etwa nur die Hälfte ist, würde ich sagen. Okay Leute, also wollte nur kurz sagen, dass der Fehler bei mir lag, dass ich die Tüte übersehen habe und deswegen hier jetzt munter weiterbauen kann. Okay, liebe Leppin-Leute, wir müssen reden. Wir teilen uns das mit dem Fehler. Hier ist nämlich eine Tüte von Bauabschnitt 1 und der Beweis, dass ich doch noch nicht ganz blind bin. Hier eine Tüte Bauabschnitt 4. Ich weiß nicht aus welchem Grund, aber die haben die einfach hier zusammengeklebt, die beiden Tüten. Wer macht denn sowas? So ein Quatsch. Und da erklärt sich schon das Ganze. Also erstmal Tüten trennen und aussortieren. Seite 47 und Bauabschnitt 1 ist beendet. Da steht er da. Gerade einen Moment. Da steht er da. Die Anleitung ist wirklich schwer. Das Grundgerüst vom Millennium Falken. Und jetzt kann man schon mal seine Größe, ich muss etwas nach hinten rutschen, mal erahnen schon. Der wird sicherlich noch ein bisschen voluminöser werden, aber man sieht hier die Grundfläche, meine Fresse, ganz schön groß.
Und das hier ist wirklich Technik bauen pur. Wenn ich da mal ein bisschen rangehe, seht ihr lauter Technik-Bricks, Konnektoren, Verstärkungen, Verstrebungen. Also das hier muss wirklich stabil sein, um dann nachher den massiven Aufbau des Millennium Falcon tragen zu können. Das Teil wird ja nicht gerade leicht und selbst das hier, wenn ich es mal hochhebe, ja, das hat schon sein Gewicht. Also das ist schon, ich würde mal sagen, so vom Gewicht her ist das schon mal ein anderes Set. Wenn man, ich weiß nicht, wie viele Teile hier drin stecken, aber das könnte schon so ein anderes mittelgroßes Set sein von den Teilen her. Eine Sache geht mir allerdings hier etwas auf die Nerven und zwar, hier sieht man das, hier ist so ein Schraubenschlüssel reingesteckt. Ich gehe mal etwas näher ran. Ihr seht, hier ist ein Schraubenschlüssel reingesteckt und der steckt auch gut, der steckt fest und sicher, aber tja, hier liegt schon der zweite und den kann ich reinstecken hier, wo ich will. Der ist irgendwie ein bisschen dünner geraten und der fällt hier immer wieder total leicht raus. Das ist etwas nervig. Okay, aber ansonsten ließ sich das hier sehr gut bauen. Die Steine haben gut gepasst. Auch die ganzen Technik-Konnektoren hier ließen sich wunderbar reinklicken. Vom Bauen her absolut gar keine Probleme. Ich drehe es mal nochmal auf die Seite. Ja, da ist er schon wieder rausgefallen, der kleine Kerl. Damit ihr sehen könnt, wie der jetzt so aussieht. Also von unten, wir haben hier eine Bautechnik einfach, die ist auf Stabilität ausgelegt. Ganz klare Sache. Wir haben hier Einzelteile gebaut. Wir haben hier dieses längliche Mittelteil. Das ist ein Abschnitt. Und dann haben wir hier einen Abschnitt, Abschnitt, Abschnitt und genau dasselbe Abschnitt, Abschnitt, Abschnitt. Und wenn man die zusammenfügt, werden die immer hier so zusammengesteckt. Da das hier sind diese länglichen, so wie hier diese länglichen Konnektoren und dann werden die hier so durchgeschoben, dass die dann in das anzubringende Teil oder die Sektion reingreifen. Und wie gesagt, wird hier einmal zusammengeschoben, zum Beispiel hier die Sektion hier, ja, die wird zum Schluss einmal hier drauf geschoben, die geht bis hier unten drunter und dann werden hier die ganzen Konnektoren dazwischen gesteckt und Platten drauf und dann sitzt das wirklich bombenfest, das kann man anpacken, wo man will, also upsala, ja, es ist schon spät, also wirklich sehr stabil, sehr, sehr stabil. Das Ganze hat etwa, ja, ich habe einen 2-Stunden-Film gesehen plus 2 Folgen King of Queens, also sagen wir mal knappe, ja, 2,5 bis 3 Stunden habe ich hierfür gebraucht und bin soweit echt zufrieden. So, da wären wir Bauabschnitt Nummer 2. Das sind die Teile, die dafür gebraucht werden. Ist ein kleinerer Abschnitt, ist auch schon spät. Von daher, ja, werden wir heute noch das Landefahrwerk hier dran bauen an den Falken und das sollte ganz gut zu schaffen sein, ich denke mal so in der Stunde. Wir sind jetzt auf Seite 50 angelangt und was soll ich sagen, das war jetzt nicht der allerinteressanteste Bauschritt, denn man hat hier ja 6-mal genau das gleiche gebaut. War also sehr wiederholend, aber naja, auf einem Bein kann auch so ein Falke nicht stehen. Deswegen haben wir dann gleich mal 6 davon gebaut und so sieht dann so ein Landefuß aus vom Millennium Falcon. Ganz schön eigentlich, ne? Sieht sehr technisch aus und ja, da wird er, glaube ich, gut drauf stehen können. Man sieht, hier sind einige Technikbausteine, solche Achsen und ja, ich weiß gar nicht, wie man die hier genau nennt, mit solchen Zahnradnoppen an der Seite. Hier unten so eine kleine Bautechnik, damit es etwas netter aussieht, wie hier alles mit solchen Hinges verbunden wurde und rumgebogen. Jo, also soweit, so gut. Das sind also hier die Landefüße des Falken und im nächsten Schritt werde ich die jetzt hier an den eigentlichen Falken, an das Rohgerüst anbauen und als nächstes kommt da noch, ups, da können wir sehen, ein paar kleinere Aufbauten, die hier dran befestigt werden. Und dann ist der Bauabschnitt auch schon fast, nein, dann ist er schon zu Ende, da seht ihr es, dann kommt schon Bauabschnitt Nummer 3 als nächstes. Also ich packe die Füße mal noch schnell hier dran und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Und da steht er auf seinen eigenen Landefüßen. Ja, die wurden also ganz leicht hier dran verbaut, wirklich sehr simpel. Ich versuche mal euch das hier zu zeigen. Wir haben hier also diese 3 Achsen und die wurden hier einfach nur von unten reingesteckt jeweils. Auf jeder Seite 3 Stück und dann kann man ihn hier so rumdrehen. Ja, und er hat einen stabilen Stand.
denke, so können wir gut weiterarbeiten. Hier vorne haben wir den Einzelnen, immer mit diesem hochgebogenen Teil nach vorne und auch hier, und dann liegen die hier quasi direkt auf die Teile, beziehungsweise so müsste er eigentlich stehen. So, nochmal rumdrehen. Und auch hier, ja, steht ordentlich hoch, passt soweit. Und als letzten Schritt habe ich dann noch hier dieses Element hier angebaut, mit so zwei Liftarmen und diesem viereckigen Technikbaustein. Und was mich jetzt eben noch kurz verwundert ist, dass der hier so beweglich ist, die Teile. Also die sind oben und unten noch gar nicht fixiert. Keine Ahnung, was das werden soll. Das wäre es aber gewesen erst einmal. Das war Bauabschnitt 2 und als nächstes kommt dann Bauabschnitt Nummer 3. Da sieht man, da wird schon einiges hier oben aufgebaut und er geht in die Höhe, unser Millennium Falke, ein wenig. Und ja, hier soll man auch die Minifiguren dann zusammenbauen. Ja, das werde ich aber irgendwann später tun, denn das hier wird mir zu gefährlich. Hier kommt der gefährliche Shooter, die Armbrust von Chewbacca. Aber den schauen wir uns später dann an. Weiter geht's mit Bauabschnitt 3.